Yo, hi Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Technik Projekt hier. Yay, so, weiter im Programm. Was habe ich denn gemacht? So, scheiß Spinne. So, ich habe zur letzten Folge, ich habe etwas gefarmt. Ich werde ja letzte Folge etwas farmen. Habe ich ein paar Erze gefarmt. Da, genau, eine Sache wollte ich noch nicht zeigen, genau. Ah, das wird mir jetzt erst sein. Ich habe hier so einen schönen Cobblestone-Block. Ihr seht schon, da drin sind Orberries. Und hier hinten dran habe ich jetzt so ein autonomes Activator hingehauen. Aber irgendwie funktioniert der nicht. Braucht der Strom? Braucht der Strom oder keinen Strom? Das weiß ich nicht. Ich glaube aber, der braucht Strom, so wie es aussieht. Muss ich den mal am Strom anschließen? Scheiße. Jo. Muss ich den mal dann an Strom anschließen und gucken. Was habe ich noch gemacht? Ich war noch Enderperlen farmen. Ich habe mal 16 Stück gefarmt. Und die passen dann mit unseren Energistic Alloy. Warte, ich mach mal kurz hier die machen wir jetzt mal kurz aus, dass er was zieht. Nimm den Cobblestone raus. Und dann soll er uns mal. Nicht da. Soll uns hier einmal 1, 2, 3, 4, 5, soll jetzt mal Vibrant Alloy rausmachen, oder wie das heißt. Nehmen wir jetzt mal alles raus. Alles hier rein. Kiste füllt sich und füllt sich. Also ich habe hier so alles schön sortiert und das ist, glaube ich, die vollste Kiste. Wir haben sogar Shiny Ingot. Woher wir das auch immer haben. Tetris Quartz etwas. Conduit Binder ist ja für NIO hier, für die Dinger, für die Kabel. Wird gerade durchgeschmolzen jetzt alles. Kann ich gleich schon eigentlich hier schon das hier wieder hinten dran machen. Dass er von da pullt, dass er dann die nächsten Sachen mitnimmt wieder. Gut, dann müssen wir jetzt mal kurz warten, bis es durch ist. So, dann kommt gleich ein neuer drauf. Mahlzeit. So. Gucken wir, warten wir noch etwas. Dann können wir eigentlich schon weiter gucken, was brauchen wir denn noch. Pulsating Iron ist das mit Enderperlen und das da. Ja, passt. Daylight Sensor, Glas. 2. Glas brauchen wir. Da, Never Quartz. 3. Und noch Holz Slabs. Machen wir die mal schnell. Also 3. Kann ich gleich in der Workbench bleiben. War so. Ah. So. Und so. Enlightenment. Glowstone mit Fused Glass. Dazu müssen wir Never Quartz einschmelzen. Okay. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jetzt schmelzen wir 10 ein. Nachdem. Hallo? Ah, es leckt gerade wegen Weltspeicher. Da, Hilfe! Jetzt. Es leckt es aber gerade mega. Dann machen wir hier das doch nochmal aus. Wenn wir es noch brauchen. Ja, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Das schmelzen wir jetzt noch ein. Dann kriegen wir das Blaster raus. Emeralds. Haben wir Emeralds? Wir haben keine Emeralds. Scheiße. Ich glaube, ich gleich noch welche suchen gehen. Ja. Ja, hat gerade die Welt gespeichert. Weil. Haben wir uns hier bei Vibrant Alloy schon mal? Und wir es da schon mal rein. Wir brauchen dann da noch die Nuggets einmal. Mal so rum. Bin gerade in einer Name.
wir das noch. Nächstes haben wir das rein dann. Können wir gleich das dann noch machen. Brutte 12. Der brutzelt gerade noch. Mal keine Kröte. Kohle. Geht die Kohle langsam zum Neige auf. Deswegen sind die Solarpanels, denke ich, gar nicht schlecht, die wir jetzt machen. Habe ich das da hier schon reingelegt? Da. Wir machen wir jetzt. Der macht mir jetzt hier das Glas, oder? Haben wir das Glas schon da? Braucht er eigentlich nicht. Kann ich hier wieder zurücklegen. Braucht den Glowstone und das Glas. Welche brauche ich denn dafür? Moment mal, so. Die Glowstone das. So, dann brennen wir das noch. So, kein Ding, haben wir alles. Habe ich jetzt drei von denen? Ein Lighted Fuse. Ach ne, das geht so schnell. Gut. So, dann brauchen wir jetzt noch Iron, nicht Aluminium, Iron. Haben wir auch zu viel, ey. Und dann noch Enderperlen habe ich noch dabei. Haben wir die zwei noch drauf. Können wir hinten auch wieder Pull anmachen. Dann schmelzt uns alles hier durch. Kupfer und so, ja. Soll ich wirklich dann die Kiste hier etwas aufräumen mal. Appetite. So eine Scheiße brauchen wir eigentlich gar nicht. Müssen wir hier rein. Wir haben ja aus Sylphur so viel. Eigentlich Thermal, Thermal Foundation wollte ich eigentlich gar nicht so machen. Das ist für Thermal Expansion alles. Brauchen wir hier irgendwo? Enderium. Hardenit. Sonst eigentlich brauchen wir das. Ah, Thermal Expansion sind die. Okay, doch. Etwas wollte ich machen. Und noch auch mit RF, oder? Ich habe ja hier schon die zwei. Ja, gut. Rosating Iron. Mal da. Soll jetzt gleich fertig sein. 80. Eine Sache wollte ich auch noch gucken. Und zwar wie. Und Applied Energistics. Wollte ich den Inscriber hier bauen. Made from fluids dust and sand into a hollow water to make the process faster. Okay. Drop one charge status quest, one never quest, one wet and redstone dust into the puddle. In Wasser also. Charge status, never quest und redstone dust. Kann man machen. Dann machen wir es jetzt, weil die Emeralds gehe ich dann offscreen suchen, weil ich denke mal, das wird etwas langweilig, wenn ich sie suchen gehe. Ich habe mir auch das hier gemacht, das Faumonomicum, Faumometer. Hier, aber habe ich noch nichts erforscht.
Also. Hey! Ofen kann ich. Nichts zu lernen vom Schild. Nichts von der Fackel. Yay! Zu mir jetzt? Anvil? Auch so hobbylos hier überall durchzulaufen. Oh. Schade. Die Tür gibt's noch. Kenn ich die schon? Nee. Materie? Schade. Nicht Grassblock? Geht noch nicht. Dirtblock? Ja. Auf jeden Fall, das hier ist der hobbylosste, eigentlich eins der hobbylosesten, losesten Dinge. Weil du einfach rumläufst und alles dann scannen musst. Werde ich mal anders machen. Ich wollte aber, genau, Redstone, das brauchen wir. Aber wir haben wieder so wenig Redstone. Machen wir uns. Hallo? Warum kann ich das nicht rein? Oh, Redstone Dust. Du musst es. Charge Status Card, Never Card und plus Redstone Dust. Probieren wir mal so, was war das nochmal? Ein Puddle of Water. Gerne ein Puddle. Ah, es ging wie normal in Redstone. Yay! Gut. Können wir gleich nochmal mehr machen? Wir haben ja etwas Zertusquartz. Nehmen wir das einfach mal. Und machen noch etwas draus. Redstone und Neverquartz da. Raus damit, raus damit und raus damit. Plopp. So. Haben wir wenigstens 10 davon. Reicht jetzt erstmal und gucken wir, dass wir schon ein ME-System auf die Beine stellen. Dass wir dann danach dann erstmal mit Energie machen. Beziehungsweise mit Big Reactors. Ich wollte hier generell auf Big Reactors gehen eigentlich. Aber so am Anfang kann man das hier eigentlich noch nicht machen. So. Wir brauchen ja erst den Inscriber. Die Pattern dazu habe ich ja alle. Können auch beide davon sein. Nehmen wir mal sowas hier. So. 1, 2, 3, 4, 5 müssen das sein. So, die craften wir dann mal zusammen. Jetzt kommt in die Truhe hier rein. Der jetzt erstmal auch. Weil den brauchen wir nochmal nicht. Wir brauchen das dann dafür. Fluix Dust and Sand into a Puddle of Water. Okay. Wir brauchen den ME-Controller, brauchen wir. Ein Drive brauchen wir. Brauchen wir Kabel. Zwei Flux Crystal und Quarzfall Fiber. Einfach das da dann pulverisen. Okay, und dann Glas und unten oben. Okay, es passt. Und dann halt die Dinge hier mit dem Scriber. Ist klar. Dazu brauchen wir dann aber auch noch. Ich finde es gerade nicht. Da. ME Crafting Terminal. Und so viele Quarzglas, Redstone, das da, okay, gut. Was ist das ME-Terminal? Ach so.
Okay. Muss ich mich mal dem längeren dessen alles vorbereiten, dann kann man das ja in der Folge zusammenkraften alles. Was haben wir hier denn noch? Muss halt immer die Kiste mehrmals ausleeren, um alles hier reinzukriegen. Aber okay. Ich müsste jetzt Emerald suchen, damit wir unsere Solarzelle fertig machen können. Das war die Sache, die ich machen wollte. Genau. Achso, als Info nochmal, was hier eigentlich ist, die Sachen, die ich euch letzte Folge gezeigt habe, die habe ich eigentlich aufgebaut, für Obsidian zu machen. Also hier kann man ja auch verschiedene Stones machen. Hier wird Magma. Ja, genau. Hier wird Lava hergestellt. Mit Neverrack zum Beispiel. Also ich könnte jetzt hier... Das kann ich euch jetzt schnell mal zeigen. Habe ich hier Neverrack irgendwo? Da. Wenn ich hier zum Beispiel Neverrack reinlege... Ah so, wir haben keine Energie. Dann müsste er das eigentlich in Lava umwandeln. Die Lava geht dann hier rein. Die Lava geht dann hier rein. Hier kommt noch Wasser dazu und kann dann die 1 von den 3 Sachen herstellen. Gut. Aber ich würde sagen, das reicht jetzt erstmal für die Folge. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, Leute. Schaut da auch mal in der nächsten Folge wieder vorbei. Guckt doch mal, lasst mal ein Abo da, einen Daumen hoch da. Was weiß ich. Und Leute, tschüss, bis zur nächsten Folge.